Der Gemeindedienstleistungsverband Region Amstetten hat die Aktion Home is, wer mein Müll ist, ins Leben gerufen. Mit diesem Spruch wird eine Bewusstseinsbildungskampagne gestartet. Das Wichtigste an der Abfallwirtschaft ist generell, dass die Menschen mitmachen, dass wir sie begeistern und mitnehmen auf den Weg in die getrennte Sammlung. Wir wissen, es wird immer wichtiger, dass wir unsere Ressourcen nutzen, dass wir unsere Abfälle, die wir produzieren, auch wirklich getrennt und recyclingfähig wieder zurückbekommen. Und da gilt es, die Menschen zu informieren. Und diese Broschüre und unsere Aktion Home is, wo mein Müll ist, ist eine Aktion, die spricht besonders den Zuzug an, alle, die sich verändern, die den Wohnort wechseln, wo sie einmal mehr mit diesen Ideen der Abfallwirtschaft konfrontiert werden. Und wir haben hier mit dieser Broschüre, glaube ich, ein sehr gelungenes Werk geschaffen, wo wir alle Informationen drinnen haben, die der Bürger, die Bürgerin braucht, um wirklich gezielt und getrennt und gut Abfälle zu trennen. Und wir haben da so ein Sackerl kreiert, wo wir die Bürger empfangen, die halt sie bei uns anmelden, die das am Gemeindeamt dann bekommen und da entsprechend auch Informationen drinnen verpackt sind. Das wichtigste Instrument in dem Sackerl ist unsere neue Broschüre, wo wir da einfach die Apfelwirtschaft des Bezirkes vorstellen, auch sehr zeitgemäß. Die Darstellung, die wir da gewählt haben, wo wir ein paar Hingucker haben, was haben wir da, 27 Mitarbeiter, 26 Kaffeetassen, werden getrunken, 6 Ventilatoren haben wir da im Gebäude, 2 Elektroautos, ganz, ganz wichtig. Seit 15 Jahren betreiben wir aktiv Klimaschutz und immerhin haben wir in den 15 Jahren 4,3 Millionen Kilogramm CO2 eingespart und ich glaube, das ist schon eine stolze Bilanz, ein bisschen auch die Besucherzahlen auf der ASZ, Gott sei Dank Tendenz massiv steigend, 350 Kommissar-Code-Stationen gibt es im Bezirk und da die Social-Media-Geschichte, 23.000 Aufrufe von App, 70.000 Webseitenaufrufe, 3.400 Downloads von der GDA-App. Dieses Plastiklos-Tool in der GDA-App möchte einfach unterstützen, dass die Bürger Alternativen zu Plastikprodukten finden. Man kann in diese App einpflegen, man kann, wenn besondere Produkte gefunden werden, die einen besonderen Wert haben, die Umwelt schützen, kann man diese dort eintragen oder wenn man auch Alternativprodukte sucht, kann man diese in dieser App finden. Diese App soll einfach unterstützen, damit wir unseren Plastikkonsum in Summe reduzieren und einfach umweltbewusster unser Leben gestalten können. Die Abgabe von Müll unterliegt genauso den Corona-Regeln wie das andere öffentliche Leben. Hier werden die Maßnahmen laufend bekannt gegeben. Die Corona-Situation ist so, dass natürlich jetzt auch das Ampelsystem gilt und dass die Maßnahmen, die dann eben bei Weiterschaltung der Farben natürlich auch entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden auf unseren ASZ, sei es dann möglicherweise mit Maskenpflicht, eben sei es eben dann andere Maßnahmen, die dann gefordert werden. Wir schalten jetzt die Lampe ein, die Corona-Ampel schalten wir ein, eben beim GDA natürlich vorwiegend klarerweise, wir starten natürlich mit Grün. Grün in Bezug auf Corona und als umweltfreundlicher Bezirk.